Aber ich verstehe euren Standpunkt. Die Bauern haben ein Anliegen, redet doch mit ihnen, verhandelt. Ich will nichts damit zu tun haben. Die Bauern haben recht, Vater. Ihr wart zu streng mit ihnen. Ich werde euch nicht helfen. Ich werde euch nicht helfen. Ich... Verhandelt doch mit denen, Alter. Ich bin ein nachsichtiger Mann, aber Ottos Halsstarrigkeit hat selbst mich herausgefordert. Otto ist nicht zum Disputieren aufgelegt, Andreas. Deshalb flehe ich um eure Hilfe in der Angelegenheit. Bitte denkt noch einen Augenblick nach. Vorerst müssen wir unser Treffen beschließen. Ich muss mich verabschieden. Ich habe noch den Gottesdienst so komplett anzuleiten. Bitte denkt darüber nach, was wir besprochen haben, Andreas. Gehwegs... Was? Gewiss könnt ihr den Weg hinaus selbst finden. Das werde ich, Vater. Abt. Gute Nacht. Ehrlich gesagt, die Bauern müssen mehr Recht haben. Warte mal, hat da vielleicht irgendwas da? Ne, geht nicht hoch. Ah, schade. Kasper ist nicht hier. Vielleicht will er sich das Feuer in der Stadt ansehen. Ich sollte nach ihm suchen. Die Co. Aber das ist ein perfekter Moment für einen Mord. Irgendwie ist Gernot mir dazu halsstarrig. Die Leute leiden, ja, das Kryptorium muss zu, aber... Man muss doch zusammen mehr denken. Das freut mich. Ist viel einfacher als das in Nürnberg, aber genauso schön. Meister Andreas, schaut, wie groß das Feuer ist und so hübsch geschmückt. Das Fest zur Johannisnacht ist ein großes Ereignis für Tassink. Das sind viel größer. Ah ja. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich es verpasst. Warst du noch bei keinem solchen Fest, Kasper? Nein, sowas habe ich noch nie gesehen. Kann ich beim Feuer bleiben und die Kostüme anschauen, das Kräutersammeln beobachten, Meister Maler? Bitte? Na schön. Aber sei folgsam und tritt niemanden in den Weg. Ja, ich werde einfach den Weg ins Bett antreten. Ja, versprochen, ich mache keinen Ärger. Bis morgen, Meister. Na. Soll er doch da bleiben, meine Güte. Er sollte sich dann aber schnell bewegen. Schnell rübergehen. Die Stadt sei, ist ja jetzt erstmal relativ sicher. Hoppala. Soli. Ich kann mir vorstellen, dass gleich ein Schrei kommt oder sowas. Es wird spät, ich sollte mich ausruhen. Zu Bett gehen. Okay, jetzt müssen wir einmal... Es gibt nur einen Weg, ne? Okay, oh Gott. Das ist ja dieses Ding, was wir gesehen haben. Diese Scheibe da. Die wir in der Kapelle sehen. Sabine? Was ist das? Was? Komm nach Hause. Das werde ich bald. Du lügst. Manchmal denke ich, du verachtest mich. Aber vielleicht ist es schlimmer als das. Vielleicht bin ich es nicht aber wert, beachtet zu werden.
Was bin ich jetzt für dich? Eine Qual, eine Plage? Ein Ärgernis, das du ignorierst, wenn du in Krakau ein anderes Leben führst? Gab es in deinem Herzen jemals eine Unzliebe für mich? Natürlich. Aber jetzt nicht mehr. Ich hasse es, mit dir zu reden, wenn du so bist. Nichts sagen. Na gut. Geh zurück zu deinen Huren, den Frauen, die dich glücklich machen. Dieses Haus ist so einsam ohne dich. Sei still. Deine Anwesenheit würde die Trauer nur verstärken. Hör auf! Lass mich allein mit der Erinnerung an ihn. Hör auf! Lass mich aber in Ruhe, nur für eine Nacht. Eine Nacht, in der ich nicht von ihm träumen muss. Bitte. Danke. Wow. Okay, der ist echt unglücklich. Glaubt man gar nicht. Und warum das Ganze jetzt? August. Hallo August. Was soll ich tun? Einfach hier mit dir warten? Ich denke, das geht. Ich kann die Nacht schweigend bei dir verbringen. Es tut mir leid, dass ich nichts für dich tun konnte. Ist der Junge gestorben? Ich nehme an, es gibt nicht viel, was man gegen die Pest tun kann. Oh, krass. Wirst du dort, wo du jetzt bist, auch müde? Als ich das letzte Mal sah, sagte ich dir gute Nacht. Ich konnte nicht zum Bett kommen, also stand ich in der Tür. Ich stand einfach da im Dunkeln. Du hast nicht geantwortet. Also habe ich es noch einmal gesagt. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gestanden habe. Ich habe nur darauf gewartet, dass du gute Nacht sagst. Du hast für mich noch immer dasselbe Alter. Ich frage mich, ob ich jemals dein Gesicht vergessen werde. Ob ich mich an deine Mutter so erinnern, wie sie ist? Ich erinnere mich, dass ich sie liebte. Nur an irgendeine Verzerrung von Daniels Porträt. Ich erinnere mich, dass ich sie liebte. Kannst du dir jemals klar vorstellen, wenn du ihn liebst? Kannst du dir jemals jemanden klar vorstellen, wenn du ihn hast? Kannst du dir jemals jemanden klar vorstellen, wenn du ihn liebst? Ich habe dich geliebt, mein kleiner Junge. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich habe dich so sehr geliebt. Manchmal wünschte ich, ich könnte sterben, um es nicht mehr fühlen zu müssen. Aber das kann ich nicht. Also wiederhole ich jede Nacht meine Schritte. Und ich finde meinen Weg zurück zu ihr. Zurück zu dir. Ich liebe dich, August. Gute Nacht. Die sind wohl beide an dem Tod des Kindes zerbrochen, ne? Und jetzt kommt sein Gewissen. Was ist hier passiert? Oha. Wo ist Priesterkönig Johannes? Und wo sind Sokrates und der heilige Grobian? Grobian war nicht auf dem Narrenschiff. Wollt ihr mir nicht antworten? Keine Gedanken an Beatrice? Ihr seid Beatrice, oder nicht? Früher einmal. Ich war eine Stimme der Vorsicht. Und jetzt? Mehr und weniger als Vorsicht, der Schmerz des Zweifels, der zur Lähmung wird. Eine Lähmung, die Verzweiflung gebiert. Melancholia. Was ist mit den anderen geschehen? Was euch widerfährt, widerfährt auch uns. Die Fundamente dieser Stadt sind noch auf dem Fuß eures Verstandes festgemacht. Ihr Hof herrscht nicht über euren Verstand, euer Verstand herrscht über den Hof. Einst lebten Verstand und Neugier und Neretei eurer Jugend unter der Herrschaft eures Intellekts. Ich bin alles, was noch bleibt, die Melancholie im Herbst des Lebens. Aber es ist das Juni, das war es also? Nein, ganz und gar nicht. Ihr zweifelt noch, es könnte schlimmer sein. Trotz der betrüblichen Lage, in der sich diese Stadt befindet, könnte es doch noch schlimmer sein. Was ist denn schlimmer als Zweifel und Verzweiflung? Hoffnungslosigkeit, Wahnsinn. Dort seid ihr noch nicht, aber der Weg ist nicht lang. Was soll ich denn jetzt machen? Ändert euer Leben. Wartet, ich sollte nicht hier sein. Ich muss jemandem helfen. Geht es Kaspar gut?
Ach, eure Gedanken drehen sich also nicht nur um euch. In euch ist noch etwas, das sich um andere sorgt, trotz eurer Melancholie. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für uns. Wacht auf, Andreas. Oh nein, er ist so depressiv. Die Johannisnacht. Ich mache eine kurze Pause, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte. Wir suchen Kasper. Mal gucken, wo er sein wird. Also logisch wäre eigentlich, dass er irgend... Es geht heute Nacht einiges um. Klingt, als wären alle in die Wälder aufgebrochen. Oh Gott. Bruder Wäusler verwendet Thymian in fast allen Speisen der Abtei, vielleicht weil hier so viel davon wächst. Im Schrein, da ist er ja. Huch. Meister Andreas, was macht ihr hier draußen? Hat mir Sorgen gemacht, als du nicht zurückkommst. Wo warst du? Ich war mit Kilian beim Feuer, aber ich hörte Getöse im tiefen Wald und wollte nachsehen, was da los war. Warte, Gernot, was tut ihr hier draußen? Verfolge wen von den Städtern, aber dann habe ich den verkleideten Dummkopf aus den Augen verloren. Der Wald ist verboten. Ich finde schon noch raus, wer die Gesetze bricht und dann exkommuniziere ich die einen. Was war das? Jemand schreit in der Stadt. Jetzt geht dieser Unfug aber wirklich zu weit. Gehen wir zurück und schauen, was passiert ist. Gehen wir zusammen zurück in die Stadt und schauen, was dieses Geräusch war. Ja, was dieses Geräusch war. Oh Gott. Und Gernot kommt mit. Diese Blume habe ich nie zuvor gesehen. Wo mag man die gefunden haben? Wer ist dort überhaupt fortgelaufen? Kann man kaum erkennen, wer in diesem närrischen Kostüm drin steckt. Sollten wir später überlegen, schauen wir erstmal in der Stadt. Was schert euch das, sehen wir nach, weshalb dort geschrien wird. Wir schauen erstmal in der Stadt nach. Oh Gott, ist das Otto? Werner, ist der... Oh nein. Tod, ja. Leider ist er es. Jemand löst das Seil, die Plattform erschlug ihn. Was? Wie konnte das geschehen? Balthas und Lenhard und ich hörten großen Lärm und sind rausgelaufen, um zu sehen, was passiert war. Richtig, und dann sahen wir eine Gestalt in einem Kostüm, die vom Rathaus wegeilte. Es muss derjenige gewesen sein, der das Seil gelöst hat. Was habe ich während all dem gemacht, Lenhard? Ich genoss eine leichte Mahlzeit mit diesen Herren. Ah, wie schade, dass ihr mir das nicht anhängen könnt, Peter. Kaspar, seht nach oben, ob Otto eine Nachricht bei sich hat. Wie? Na los! Tatsache. Nein, Meister, da ist nichts. Huch. Seid ihr sicher? Was habt ihr erwartet? Ich bin nicht sicher. Mein Gott! Oh nein. Otto! Nein, nein! Ihr. Der Abt muss ihn getötet haben. Dieses Schwein hatte schon immer etwas gegen Otto. Das wussten wir alle. Nein. Wir brauchen Antworten. Wie könnt ihr sagen? Ich werde nicht einfach hier stehen und mich von einem Bauern einer so ruchlosen Tat beschuldigen lassen. Ihm nach! Wartet nicht. Der Abt war bei uns. Er ist unschuldig. Das ist wahr. Er kann Otto gar nicht getötet haben. Packt den Künstler und den Jungen! Der Sache gehen wir auf den Grund! Kaspar, lauft!
Oh Gott. Zur Abtei! Oh Gott. Oh oh. Die wollen uns aber echt haben, ne? Brüder! Zur Bibliothek, jetzt! Sie sind durch die Kirche gelaufen, hier entlang! Sie haben die Tür zugesperrt. Oh nein. Andreas aus dem Weg. Ottos Tod fordert nach Gerechtigkeit. Der Abt kann Otto nicht getötet haben. Er war bei uns, als wir den Leichnam gefunden haben. Das stimmt. Er ist zusammen mit euch gekommen. Aber ihr wisst nicht, was er vorher getan hat. Oder, Andreas? Weil sonst würde Otto töten wollen. Feigling, Mörder, Andreas aus dem Weg. Mir gefällt seine Meinung genauso wenig wie dir, aber Gewalt ist hier nicht die Lösung. Wird der wahre Mörder davon kommen? Keine Gnade! Kommt heraus! Er ist ein Monster! Wenn die Mönche nicht herauskommen, werden wir alles niederbrennen. Und sie dazu. Ihr seid doch alle völlig von Sinne! Ich schwöre, er kann es nicht getan. Gernot war nicht der Einzige, der nicht Otto übereingestimmt hat oder ihn machte. Muss ihn getötet haben. Vertraut mir, wenn ihr dem Abt nicht vertrauen könnt, schwöre ich, er kann es nicht getan haben. Vertraut mir, ne? Ja. Ich war bei ihm. Ich war auch dort. Meister Andreas sagt die Wahrheit. Na gut, verdammt noch eins. Ihr habt einen Tag, um herauszufinden, wer der Mörder ist, Andreas. Sonst werden wir uns den Abt holen kommen. Andreas, ich möchte nur Gerechtigkeit für meinen Mann. Bitte, ihr müsst den Mörder finden. Ich schwöre, dass ich herausfinden werde, wer Otto getötet hat. Also keiner von denen, die gerade da sind. Zumindest würde ich das jetzt mal behaupten. Puh. Wir sind so überzeugt, dass Gernot Otto tötete. Aber das war doch unmöglich. Der Abt ist ein leichtes Ziel, weil er gegen Otto und dessen Sache, das... Gernot und Otto einander nicht ausstehen können, war kein Geheimnis. Peters Jezorn. Nee, dass Gernot und Otto einander nicht ausstehen konnten, war kein Geheimnis. Viele Bauern hassen den Abt und würden gern sehen, wie er Leid teilt. Wie er ihr Leid teilt. Meister Peter war wütend. Er gibt euch nur einen Tag, den Mörder zu finden. Warum habt ihr euch darauf überhaupt eingelassen? Letztes Mal ist es nicht so gut ausgegangen, nicht wahr? Weshalb wollt ihr es nochmal versuchen? Alle verdienen Gerechtigkeit. Ehrlich gesagt hätte ich jeden Grund genommen, der mir Nürnberg fernhält. Ich will nicht darüber reden. Alle verdienen Gerechtigkeit, Kaspar. Ihr habt ein gutes Herz, Meister Andreas. Also, was meint ihr? Wer war es? Wo sollen wir anfangen? Wir sollten Lenhard sprechen. Er hasst die Abtei. Er hasste die Bauern und unterstützte stets den Abt. Entschuldigung, so. Boah, ich kann echt gerade nicht lesen. Was ist los? Letztens hat er sehr lautstark in der Stadt gegen Otto angeredet. Er hat vielleicht Otto genug gehasst, um ihn zu töten. Selbst wenn er Otto nicht tötete, weiß er vielleicht, wer noch ein Motiv gehabt haben könnte. Oh, was ist mit Martin Bauer? Als wir ihn mit Otto reden sahen, schienen sie über irgendetwas zu streiten. Und das wird unwahrscheinlich. Martin unterstützte Otto und die Bauern. Martin war schon immer ein Kompost. Zumindest Martin sprechen, ja. Ja, ich hätte es jetzt vorlesen sollen, über was sie gestritten haben, genau. Eine gute Idee, wer noch? Wenn jemand einen der Otto töten wollen würde, sicher finden wir noch andere Verdächtige. Wir müssen weiter nachforschen, um den Mörder zu finden, aber wir sollten uns beeilen. Könnte der Mörder bei Vater Thomas gebeichtet haben? Vielleicht schon, aber selbst wenn ist Vater Thomas durch das Beichtgeheimnis gebunden, er würde uns nichts sagen. Na, wir könnten einige Beichten belauschen, die Johannesnacht war gerade. Wie lange Ort werden zur Beichte gehen? Stimmt, irgendwer könnte zumindest etwas gehört haben. Ein guter Ort zum Anfang. Wir könnten auch in der goldenen Hand herumfragen.
Vielleicht haben die Reisenden etwas Lustiges gehört. Ein, zwei Humpen lösen Zungen. Was ist mit den Menschen, der im Wald an uns vorbeirannte? Er trug diese Blumen, die ich nie vorher sah. Stimmt, die Blumen müssten wir im Wald finden. Vielleicht erlangen wir so Verbindung zum Mörder. Ein Haufen gute Möglichkeiten, eine Suche zu beginnen. Die Zeit mag knapp sein, aber unsere Chancen, den echten Mörder zu finden, stehen nicht schlecht. Na schön, an die Arbeit. Also, die Blumen sind ein guter Anhaltspunkt für mich. Das Problem ist, je nachdem, wo die Blumen sind, könnte uns das auch nichts bringen.